Einen wunderschönen, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen zu Raw in 3 Minuten. Die Show wird eröffnet von Liv Morgan. Für sie gibt es nichts Schöneres, als endlich ihre Rache bekommen zu haben, und der Kuss der letzten Woche war nur das Sahnehäubchen. Prompt kommt Dominik raus und kündigt an, dass Mami Liv umbringen wird, wenn sie zurückkommt. Liv aber glaubt, dass Dom nicht rausgekommen ist, um Becky zu helfen, sondern um näher bei Liv zu sein. Sie bedrängt ihn ein wenig, während er immer weiter zurückweicht. Schließlich kommt Finn Balor und geht dazwischen. Liv verschwindet, streicht Dominik aber vorher noch einmal über den Kopf. Als nächstes steht ein Match zwischen Sheamus und Ludwig Kaiser an, doch Kaiser attackiert Sheamus beim Entrance und verschafft sich so einen Vorteil. Das Match gewinnt Kaiser dann nach 14 Minuten per Einroller nach einem Tritt gegen das angeschlagene Knie. JD McDonagh greift immer wieder in das Match zwischen Finn Balor und Dragon Lee ein. Am Ende greift auch noch Kalito ein. Lee kann sich gegen Kalito und McDonagh wehren, aber Balor nutzt die Situation und gewinnt das Match. Der Judgment Day und Kalito prügeln weiter auf Dragon Lee ein, aber Braun Strowman und Rey Mysterio kommen ihm zu Hilfe. Sami Zayn möchte das Hin und Her mit Chad Gable endlich beenden und bittet ihn in den Ring. Heraus kommen aber nur Akira Tozawa, Otis und Maxxine Dupree mit einer Nachricht von Chad Gable. Laut dieser kann das alles nur mit einem Intercontinental Championship Match enden. Zayn akzeptiert, redet aber erneut auf die Alpha Academy ein. Gable attackiert ihn von hinten und fordert Otis auf mitzumachen. Als Otis zögert, brüllt Gable ihn an. Tozawa geht dazwischen, woraufhin auch er angebrüllt wird. Diesmal geht Maxxine Dupree dazwischen. Sami Zayn ist wieder da und greift Gable an. Der schubst Zayn gegen Otis, was dazu führt, dass Maxxine Dupree und Akira Tozawa vom Ring fallen. Otis verpasst Zayn einen Bodyslam und verlässt mit den beiden die Halle, während Chad Gable mit dem Gürtel posiert. Bron Breakker gewinnt gegen den noch angeschlagenen Ricochet in 8 Minuten. Danach will er ihn weiter angreifen, aber zahlreiche Offizielle sowie auch Ilya Dragunov kommen Ricochet zur Hilfe. Kiana James macht ihr Raw-Debüt und besiegt Natalya in 3 Minuten. Braun Strowman zerstört Kalito trotz Eingriffsversuchen des Judgment Day in 1,5 Minuten. Nach dem Match kommt auch Dominik raus und der Judgment Day greift Strowman weiter gemeinsam an. Strowman kann sich wehren, aber als er auf Dominik losgehen will, stellt sich Liv Morgan dazwischen. Bianca Belair und Jade Cargill verteidigen ihre Women's Tag Team Championship gegen Shayna Baszler und Zoe Stark, weil Isla Dawn und Alba Fire ins Match eingreifen und die Champions attackieren. Nach dem Match gibt es noch einen Beatdown beider Teams gegen die Champions. Jey Uso betritt die Halle durch das Publikum und kündigt an, sich auf die Jagd nach dem Money in the Bank Koffer zu machen. Daraufhin sehen wir Backstage Lyra Valkyria, die das gleiche ankündigt, aber dann von Io Sky angegriffen wird. Die AOP besiegen The New Day in 2,5 Minuten, weil Karrion Kross Kofi Kingston ablenkt. Im Main Event gewinnt Damian Priest gegen Rey Mysterio nach mehreren Eingriffen. Kalito versucht einzugreifen, wird aber von Dragon Lee aufgehalten. JD McDonagh und Finn Balor kommen dazu, werden aber von Rey abgefertigt. Priest nutzt das Ganze aber aus und zeigt den South of Heaven. Damit ist das Match durch. Priest feiert, aber Drew McIntyre greift ihn von hinten an. Danach zerlegt er noch den Rest vom Judgment Day. Priest wirft McIntyre durch das Kommentatorenpult und damit geht die Show off-air. Alles in allem keine schlechte, aber auch keine herausragende Show. Der Main Event war ein gutes Match, mein Match of the Night war aber Dragon Lee gegen Finn Balor. Das würde ich gerne mal in 20 Minuten sehen. Mein Highlight des Abends war die Story um Liv Morgan und Dominik. Ich gebe dieser Show eine 6 von 10. Wenn ihr das Ganze jetzt noch etwas ausführlicher haben wollt, dann empfehle ich euch den Spotfight Podcast.